muss mal kurz die App anmachen. Okay, das ist so krass bei der, beim alten iPhone 5, zumindest hier bei mir. Ich lasse die App manchmal Tage im Hintergrund und die ist halt immer noch an. Ja, ist echt krass. Moment, ich fange mal das kurz. So, nach langer Zeit mal wieder. Oh mein Gott, ich habe mein Intro noch nicht gemacht, oder? Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Nach langer Zeit endlich mal wieder ein Update zu meinem zweiten Account. Da habe ich schon ein paar gefragt. Weil letztens habe ich ihn sogar erwähnt. Und die Nachrichten gehen ab. Okay. Nichts allzu Wichtiges. Weil ich ihn letztens erwähnt habe. Weil der hat einen Lugia und einen Lavados letztens beim ersten Raid gefangen. Gibt es ein kleines Update jetzt nach dem Event. Moment, ich check mal die ganzen Screenshots hier ab. Ich weiß echt nicht, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich habe hier Level 21 Screenshot. Ich weiß nicht, ob er letztes Mal schon 21 wurde. Ich glaube schon. Auf jeden Fall wurde er jetzt Level 22. Blende ich hier ein. Und Level 23. Was echt nicht viel ist. Ich habe während des Events kaum mit ihm gespielt. Ich glaube nicht mal eine halbe Stunde. Weil A, ich hatte echt keine Lust. B, ich wollte mich auf meinen Hauptaccount konzentrieren, weil es gibt krasse Competition und da brauche ich echt 100% meiner Aufmerksamkeit. Und C, es hat halt bösartig geregnet und ich habe nur eine bestimmte Anzahl an Händen, und zwar zwei. Und ich musste halt den Regenschirm halten, mein Handy, Powerbank, Kamera ab und zu. Da hatte ich echt keinen Platz für noch ein Handy. Und da musste er ein bisschen leiden. Aber es geht, also ich will ihn auch echt nicht so hart zocken, also der soll echt nicht Road to Level 40 demnächst anfangen. Also erstmal Level 30 ist bereits eine Herausforderung. Und manche haben auch vorgeschlagen, den hier zu verwenden für den. Aber wie gesagt, ich habe es mir überlegt, aber ich will, glaube ich, echt nicht. Also das verkaufe ich eher erstmal an Tati. Weil ich will den echt langsam aufbauen. Echt so wie ein Casual spielen ab und zu. So wie ein normaler Mensch halt, die auch nicht Tag und Nacht suchten und zum Beispiel das Event nicht vollkommen ausgenutzt haben. Der repräsentiert die halt zum Beispiel. Ich habe auch jetzt nicht jeden Tag ein Raid damit gemacht. Und auch nicht jeden Tag jetzt 50 Münzen eingesammelt. Also ich lasse den echt nebenbei nur laufen. Mal schauen, was ich mit dem mache. Ab und zu mal hier ein bisschen. Na, ist echt die Frage, was ich mit dem mache jetzt. Auf jeden Fall. Was ich mit ihm geschafft habe, ist... muss noch laden, sorry. Ich habe einen Arktos gefangen, einen Lavados und einen Lugia. Lugia und Lavados, beide beim ersten Mal. Mach ich mal ein Screenshot für euch. 1 von 1 und Lugia auch 1 von 1. Arktos wäre theoretisch auch 1 von 1 gewesen. Das ist halt echt das Klasse. Aber ich habe danach noch ein paar Raids gemacht mit ihm. Mein EP ist zu saftig. Und ein paar Items kann man nicht mehr gebrauchen. Hab mit dem übrigens noch nicht entwickelt und IVs check ich eh nicht und was habe ich noch nicht mit dem gemacht? Ja, auf jeden Fall nicht entwickelt. Könnt ihr schon mal, warte, auch hier noch ein Screenshot. Die Top 12 Pokémon sehen. 3 Despota, 1 Lugia, 2 Galaxo, 1 Lavados, 1 Arctos. Flamara, Akani und Gengar, alles Raid Pokémon. Ansonsten, ja, da kommt noch ein Lapras drunter, das ist auch ein Raid Pokémon. Und das erste Nicht-Raid-Pokémon wäre... Moment. Oh mein Gott, App abgestürzt. So, App wieder da. Kurzer Absturz. So, was wollte ich sagen? Genau. Moment, Screenshot. Das erste Nicht-Raid-Pokémon in den Top mit den meisten CPs, WPs, ist ein Rosana, 1300. Alles andere nur Raid-Pokémon. Hier, kurz mal hier ein Update mit den EPs. Ein Drittel von 23. Also wie gesagt, das ist echt langsam hier alles. Kein Stress. Fast 500.000 EP gemacht. Gesamt jetzt natürlich. Was halt echt nichts ist. Noch keine Glücksteile verbraucht. Obwohl das eigentlich während des Events am besten gewesen wäre. Ein paar Module schon. Ansonsten Beutel echt kein Platz. 346 von 350. 87 Rare Candies, also die nehmen echt zu viel Platz. Vor allem jetzt für so einen Anfänger-Account und auch Pokémon immer voll, muss ich immer verschicken, ohne zu schauen. Aber ja, wie gesagt, kurzes Video hier. Das war's mit dem zweiten Account. Kann nicht viel erzählen.
Hoffentlich habe ich nicht zu viele enttäuscht, die dachten, dass ich während des Events den Account auf, keine Ahnung, 34 oder so hochziehen. Auf jeden Fall über 30 dachten die meisten. Der lässt mich echt doch recht kalt, kälter als ich dachte. Aber vielleicht kommt demnächst mal wieder Motivation für den. Vielleicht in Prag. Ich bin heute in Prag. Wir sind trotzdem gefahren. Also jetzt bin ich nicht in Prag, aber wenn ihr das Video seht, bin ich in Prag. Vielleicht zocke ich da ein bisschen mit dem. Neue Stops drehen oder so. Schauen wir mal. Aber das war's zum zweiten Account. Ich kenne viele, die haben ungefähr zeitgleich mit mir einen zweiten Account gestartet. Und die sind jetzt schon weit vor mir. Aber wie gesagt, ich lasse es ruhig angehen. Ich bin jetzt ein Casual-Spieler als Roter. Schreibt unten in die Kommentare, falls ihr irgendeine Idee habt, was ich mit dem Roten machen soll. Soll ich mich da doch ein bisschen mehr anstrengen oder soll ich es weiter so gechillt angehen lassen? Was wollt ihr sehen? Soll ich bei Entwicklung machen? Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht. Auf jeden Fall, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.